Nach einigen technischen Problemen spielen wir also nun weiter The Innsmouth Case, nicht Cage. Und ja, lesen wir mal weiter, spielen wir weiter. Und ich hoffe, ihr im Chat seid genauso aktiv wie das letzte Mal. Das Gilman Hotel. Die Dächer konntest du schon von Weitem erkennen und nach einem längeren Fußmarsch steht es jetzt in voller Pracht vor dir. Das Gilman Hotel. Zumindest kann man sich sehr gut vorstellen, dass es einst ein prachtvoller Bau... prachtvoller Bau gewesen sein muss. Das Hotel gleicht einem altenglischen Landadelsanwesen, wie du sie aus einem deiner Fernsehmarathons kennst. In seinem jetzigen Zustand wird es jedoch eher als Schauplatz für einen sehr vorhersehbaren Film über Teenager und Kettensägenmörder dienen. Ihr seht die ganze Zeit, dass mein Windows nicht aktualisiert ist, ne? Sehe ich gerade. Nicht witzig. Oh, guck mal. Machen wir das doch so. Dann seht ihr das die ganze Zeit nicht. Wilde und zum Teil verdorrte Efeuranken haben das Gemäuer fest im Griff und verschleiern den Blick auf die detailreich verzierte Fassade. Eine Galerie von Wasserspeiern säumt die Dächer, von sauren Regen und sauren Taubenkot in unwirkliche Formen geschmolzen. Die vielen Fenstergläser wurden anscheinend jahrelang vernachlässigt. Nur hier und da hat man ein kleines Sichtfenster notdürftig freigewischt. Auf dem Parkplatz stehen zwei Wagen. Ein Oldtimer mit großflächigen Rostflecken und ein großer grauer Van. Die Art von Van, von der du als Kind immer gewarnt worden bist. Wagen inspizieren, um das Hotel spazieren Richtung Haupteingang. Und, was tun wir? Drei kommt. Drei. Ihr könnt euch zwischen drei und eins nicht so ganz entscheiden. Ich muss nochmal eben hier raus tabben. Es ist eher die Eins, also wir inspizieren den Wagen. Du schaust dich nochmal um, um sicherzugehen, dass die Wagenbesitzer nicht mit geladenen Schrotflinten auf der Lauer liegen. Die Luft ist rein. Du schlenderst erst zum Oldtimer. Von Autos verstehst du nicht sonderlich viel, aber der Wagen sieht jedenfalls antik aus. Die beiden Sitzen im Inneren sind mit sauberem weißen Leder überzogen. Ein bisschen protzig. Du lässt von dem Oldtimer ab und wendest deine Aufmerksamkeit dem Van zu. Keine Aufschrift, ein nichtssagendes Nummernschild. Die Scheiben der Fahrerkabine sind geschwärzt. Moment mal. Dir blitzt ein Gedanke auf. Ist das vielleicht der Van, dessen Besitzer die arme kleine Tabitha in den dunklen Laderaum gezogen hat, der sie mit Bonbons, Lollis überlistet und ins Verderben gelockt hat? Das klingt vollkommen plausibel, ja? Nach totalem Blödsinn. Wonach klingt das für euch, hm? Alle eins, vollkommen plausibel. Natürlich, alles ergibt Sinn. Du hast vermutlich gerade den Kidnapper, den Urheber allen Übels gefunden. Dabei wolltest du nur ein Hotelzimmer buchen und Autos begaffen. Du bist eben ein Naturtalent. Jetzt brauchst du nur noch Beweise. Wie gehst du also nun vor? Ich schlage die Scheibe ein oder versuche den Kofferraum zu öffnen. Vielleicht ist Tabitha ja noch da drinne. Wir machen uns auf jeden Fall sehr beliebt direkt. Ich weiß ganz genau, dass es voll in die Hose gehen wird. Mach den Koffer auf. Natürlich.
Das, was dich interessiert, muss im Laderaum des Lieferwagens befinden. Aufgeregt umrundest du den Van. Offen steht die Tür leider nicht. Das wäre auch unverschämtes Glück gewesen. In einem Anfall von Optimismus testest du aus, ob die Tür womöglich unverschlossen ist. Du drehst den Griff um, fühlst jedoch einen festen Widerstand. Verflixt. Ohne die Wagenschlüssel ist da nichts zu machen. Du schlenderst zurück vor die Motorhaube des Vans, Scheibe einschlagen oder Parkplatz verlassen. Randalieren wir oder verlassen wir den Parkplatz? Eher 2, oder? Sehe ich das richtig gerade so? Wir verschwinden lieber. Du hast dich jetzt lange auf dem Parkplatz aufgehalten. Jetzt kommt mehr eins, verdammt. Aufgehalten. Du willst nicht, dass noch jemand die Polizei ruft. Vielleicht solltest du jetzt wirklich mal dein Zimmer buchen. Du hoffst, dass man sich um die Inneneinrichtung besser kümmert, doch die Enttäuschung folgt alsbald. Die haushohe massive Holztür ist schwer zu öffnen. Gehört so etwas nicht zu den Pflichten des Personals? Mit lautem Knarzen der Scharniere und angestrengtem Keuchen deinerseits stemmst du die Tür auf und betrittst du das Foyer des Gilman Hotels. Ob Gäste hier überhaupt willkommen sind? Der Raum ist spärlich beleuchtet. Dabei hängen an der Decke beeindruckende Kronleuchter, die, wenn sie denn in Betrieb wären, der herrschaftlichen Halle zwar nicht ihre ursprüngliche Schönheit, doch wenigstens mehr Wärme verleihen würden. Deine ersten Schritte verraten dir, dass sich unter dem faustdicken Teppich morsche Dielen verstecken. Die grünen Wandvertäfelungen und Tapeten wirken auf den ersten Blick genauso morsch und modrig wie die Dielen. Fast schon nass. In diesem verschimmelten Loch checke ich nicht ein. Zur Rezeption. Nö, jetzt checke ich nicht ein, ich schlafe lieber auf der Straße. Wir sind Privatdetektiv, wir checken hier nicht ein, ja. Okay, zur Rezeption gehen wir. Ihr wollt unbedingt in diesem Hotel übernachten. Erst recht bei diesem hässlichen Gnom. Bevor du dich von dem fragwürdigen Interieur und aufkommenden Gesundheitsfragen ablenken lässt, gehst du zielstrebig in Richtung Rezeption. Hinter dem Tresen steht eine kleine grünliche Gestalt. Die laut summende Deckenlampe über ihr strahlt die Silhouette gleißend hell an und verleiht dem Gesicht harte Kanten. Du könntest problemlos jedes Staubkorn und jede Schuppe auf dem dunkelgrünen Samt Rivas und den krummen Schultern zählen. Vielleicht wäre es doch nicht so verkehrt, hier überall das Licht zu dimmen. Die verstaubte Figur lächelt dich an. Oder grinst sie etwa? Das Gesicht des Mannes beunruhigt dich. Du neigst dich schräg nach vorne, um ihn besser zu mustern zu können. Seine Mundwinkel reichen bis an seine vertrockneten Ohren. Wie angetackert. Seine Knopfaugen liegen tief in den Höhlen und schielen in entgegengesetzte Richtungen. Hat er überhaupt einmal geblinzelt? Und obendrein riecht er auch noch merkwürdig. Sie wünschen... Du erschrickst und weichst einen Schritt zurück. Willkommen im Gilman Hotel. Mein Name ist Cornelius Gilman, der Dritte. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Der Blick des Mannes bleibt unverändert. Dieses unnatürliche Lächeln wirkt immer noch wie gemeißelt. Kaum zu glauben, dass er so sprechen kann. Eben noch hätte er genauso gut eine Puppe sein können. So wie jetzt auch, wenn er nicht spricht. Was soll es mit Ihrem Gesicht? Sie haben wunderschöne Augen. Ich hätte gern ein Zimmer. Ich möchte eigentlich immer wunderschöne Augen, ne? Sie haben wunderschöne Augen. Sie haben wunderschöne Augen. Hauchst du und lehnst dabei mit den Ellbogen über den Tresen. Heute Abend schon was vor? Ja, erwidert der Konchirg. Da spielt jemand schwer zu kriegen.
Doch das Spiel kann man auch zu zweit spielen. Schweren Herzens stößt du dich vom Tresen ab. Das sind aber ein paar Übersetzungsfehler, ne? Sehr geil. Wir müssen eigentlich mehr so bescheuert spielen. Müssen wir echt machen. Das ist so witzig. Ich hätte gerne ein Zimmer, setzt du an und verkneifst dir den Zusatz in einem anderen Hotel. Wunderbar. Das Gemen-Hotel ist hocherfreut, Sie als Gast beherbergen zu dürfen. Darf ich Sie fragen, ob Sie geschäftlich oder zum Vergnügen nach Innsmouth zieht? Wie lange beehren Sie uns? Möchten Sie ein Zimmer mit Blick zum Strand oder die Skyline unseres aufregenden Städtchens genießen? Wann möchten Sie geweckt werden? Haben Sie einen sehr tiefen Schlaf? Sind Sie allein angereist? Haben Sie Familie? Wer weiß, dass Sie hier sind? Darf ich Sie für unseren Sparsport-Wellness-Angebot begeistern? Möchten Sie unseren Newsletter abonnieren? Ich kann meinen Stream ja noch nachgucken. Wie lange können Sie die Luft anhalten? Witzige Geschichte. Seit meiner Kindheit kann ich unter Wasser atmen. Oder einfach alle Fragen beantworten. Alle Fragen beantworten? Tricky. Na, auch allein hier? Ja, das Spiel ist so gut. Also alle Fragen beantworten könnte halt mega tricky sein und uns in Schwierigkeiten bringen. Ich weiß halt nicht, ob das nachher Auswirkungen hat. Wieso drei Leute? Es gibt gar keine drei. Zwei oder eben eins, das ist einfach witzig. Das steht ein bisschen unentschieden, ne? Das steht unentschieden. Weil die drei Leute, also die Dreier-Leute, sich nicht so ganz entscheiden können. Also eher die zwei. Alle Fragen beantworten. Du machst ein Häkchen neben, geschäftlich, zum Vergnügen, knickknack, einem Kästchen und schreibst, geht sie nichts an. Oh, ich liebe dieses Spiel. Wer weiß, dass sie hier sind, sehr beruhigend. Ja, darum geht's ja. Er hat ja alles so gefragt, ganz komisch so. Ah. Also geschäftlich machen wir schon mal nicht. Zum Vergnügen oder geht sie nichts an? Zum Vergnügen? Ja, weil wir den ja auch rumkriegen wollen, ne? Wie lange beehren sie uns? Ungefähr eine Woche, länger als eine Nacht halte ich es hier bestimmt nicht aus, solange es sein muss. Wir haben schon 10 Uhr. Drei, solange es sein muss. Bevorzugte Lage, Blick auf Strand. Du schreibst Blick auf ihr Zimmer. Knick, knick! Auf jeden Fall! Wünschen Sie einen Weckservice. Punkt 6, ich schlafe nie. Nein, verdammt. Nummer 3. Nein, verdammt. Haben Sie einen tiefen Schlaf? Seltsame Frage. So tief wie mein Empfinden. Empfinden für Sie. Ich schlafe nie. Schon wieder. Ich lasse mich nicht so schnell aus dem Schlaf. Das hier. Sorry, Leute, aber wir müssen diesen Typen rumkriegen. Sind Sie alleine angereist? Ich bin immer alleine. Vielleicht bin ich ja heute Nacht nicht allein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt freigeschaltet bekommen haben. Haben Sie mal dieses Knickknack dahinter? Ich weiß nicht, ob wir das freigeschaltet bekommen haben, weil wir dem am Anfang schon so Avancen gemacht haben.
Haben Sie Familie? Meine Familie geht Sie nichts an. Ich wünsche mir so sehr, eine Familie zu gründen. Ich habe da diesen Goldfisch namens Al. Oder Al. Oh, das ist natürlich, das könnte natürlich auch wieder, da hätte der Knick-Knack hintergestanden. Okay, aber so finde ich, bin ich, glaube ich, eher für Goldfisch. Auch ihr seid auch eher Goldfisch-Fraktion. Goldfrisch. Goldfisch-Fraktion, ich merke schon, okay. Wer weiß, dass Sie hier sind? Niemand weiß, dass ich hier bin. Al weiß Bescheid! Warum fragen Sie mich? Wir hätten vorher was anderes nehmen sollen und dann einfach sagen, Al weiß Bescheid. Aber das ist halt die Frage, ob man das nur, weil man das gesagt hat, hier das dazu bekommt. Warum fragen Sie mich das? Al weiß Bescheid. Darf ich Sie für unsere Spar-, Sport- und Wellnessangebote begeistern? Ja, bitte. Nein, verdammt, gehen Sie auch gerne in die Sauna. Ja, ich mach einfach mal, damit es ein bisschen vorangeht, mache ich das mal, weil wir genau wissen, worauf. Wollen Sie unsere Newsletter abonnieren? Ich will keinen verfickten Newsletter abonnieren. Nein, nein, nein. Ich werde jeden töten, der mich noch einmal mit einem Newsletter-Abo um die Ecke kommt. Bitte das hier unten. Also hat er einfach alle sehr gespalten bei dieser Meinung. Hat mir gerade jemand was donated? Nee, ne? Hä? Ich sag die Technik heute, ne? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Also, hier steht gerade, dass ich mit meinem PayPal-Account an Twitch irgendwas bezahlt hätte. Normalerweise ist das, wenn ich eine Donation kriege. Sie haben eine Zahlung über 4,99 € an Twitch Interactive gesendet. Mein Abo hat sich bestimmt verlängert. Ich hab grad nur gedacht, so was? Bestimmt hat sich mein Abo gerade verlängert. Ich habe früher noch nie Abos gemacht. Ich habe immer nur Twitch Prime gemacht. Das hat sich automatisch verlängert. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Es tut mir leid, ich hab grad voll Panik geschoben. Also, wollen wir jetzt unseren Dingens... Es tut mir leid, dass jetzt gerade hier so... Wir haben eher die drei. Okay. Also, wir werden jemanden töten, wenn er nochmal nervt. Wie lange können Sie die Luft anhalten? 30 Sekunden, 10 Minuten, witzige Geschichte. Das hier, auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Kann ich auf mein Zimmer... Der, wie heißt, was wird das ausgesprochen? Conchirk? Hat während eures Gesprächs bislang nicht einmal die Miene verzogen, geschweige denn geblinzelt. Vielen Dank, das war alles, was ich wissen muss. Sie müssen nur noch hier unterschreiben. Er neigt seinen eckigen Kopf zum Gästebuch. Ungeduldig unterschreibst du mit dem Namen Jane Doe, XXX Noobs Layer 555, mit deinem echten Namen unterschreiben. Noobslayer. Ist das eher für Noobslayer? Okay. Leider sind wir diese Saison fast aus... Nee. Leider sind wir diese Saison fast ausgebucht. Es ist nur ein Zimmer frei. Hier, Schlüssel für Nummer 666. Angenehmer Aufenthalt. Hauptsache, wir wurden gefragt, wo wir hin wollen, in welche Richtung wir gucken wollen. Und dann gibt es aber nur noch ein freies Zimmer. Connoisseur. Ach so, natürlich. Du schaust zuerst auf den Schlüssel, der wie von Zauberhand plötzlich auf dem Tresen liegt, dann an Gilman vorbei an die Wand, wo zahlreich weitere Schlüssel hängen.
Er wollte doch auch endlich in seiner Nähe sein. Was jetzt? Deine Suche nach Tabitha fortsetzen? Dein Zimmer aufsuchen? Wellnessangebot buchen? Ich finde, wir sollten einfach erstmal ein Wellnessangebot buchen, oder? Schön von dem massieren lassen. Erstmal schön chillen. Ja, ihr seid auch dafür. Finde ich gut. Dieses Wellnessangebot, ne? Caligula! Beendet der Concierge deinen Satz. Selbstredend. Heute muss ihr Glückstag sein. Das heutige Programm startet in... Er hebt demonstrativ seinen Arm, ohne dabei auf die goldene Uhr an seinem Handgelenk zu blicken. 5 Minuten. Wollen Sie einen Platz reservieren? Concierge. Okay. Reservieren? Du nimmst dir einen Moment und drehst dich um die eigene Achse, um die Leere des Hotels auf dich wirken zu lassen. Unbedingt. Großartig. Ich werde alles Nötige veranlassen. Der Turbo steht bereits draußen auf dem Parkplatz. Unser Wellness-Experte Ezekiel wartet nur auf Sie. Na sowas. Ja, bin dabei. Wissen Sie was? Vergessen Sie's. Nö, also ein bisschen Wellness jetzt, oder? Ja, ist halt auch mit dabei, ne? Ihr wollt auch schön durchgeknetet werden. Schöne Massage.